Alaska, Bindel und die 10, Sage de Brel mit Hugo Langeweg. Noch 50 Meter bis zur Startmarke und Start zum dritten Rennen zum Ele Cup. Da will Baresi Toscana das Kommando an sich reißen, aber Big Paul Limburgia innen kam ebenfalls gut ab und hat hier im Moment einen knappen Vorteil. Jetzt geht allerdings Baresi Toscana vorbei und übernimmt es endgültig. Eingangs des ersten Bogens. Baresi Toscana vor Big Paul Limburgia. Dritte Position hat dann Mark Cavey an der Innenseite und außen daneben sehen wir schon King of the World, der sich bis an die vierte Position vorarbeiten konnte. Innen trabt dann Winston C. an fünfter Stelle und daneben trabt Sage de Brel. Die Pferde verlassen den ersten Bogen. Quatsch, den zweiten Bogen. Ne, den ersten Bogen, den Ende des ersten Bogens ist jetzt erreicht. Wir sind im ersten Bogen. Jetzt sind wir auf der Geraden. 1:15:1 war die erste Zwischenzeit und King of the World. Außen jetzt bereits in vorderer Linie zu sehen. Michael Nimczyk hat sich mit dem Favoriten vor das Feld gesetzt. King of the World. Dann Baresi Toscana in der zweiten Position. Dritter ist Big Boy Limburgia, gefolgt von Mark Cavier. Dann Winston C., Sage de Brel, Admiral Ass und Avalon Transair folgen dann vor Bullseye. Und am Ende des Feldes, das ist Stanislavski. Es geht jetzt geht es in den zweiten Bogen hinein. Jetzt bin ich mir sicher, das ist jetzt der zweite Bogen. Unterm 1000 Meter Pfosten ist King of the World weiterhin an der Spitze. 15:1 war die erste Zwischenzeit, 19:9 nur der zweite Abschnitt. Also deutlich reduziertes Tempo hier, 17:5 bislang für den ersten Kilometer. King of the World, Baresi Toscana, Big Boy Limburgia und jetzt kommen außen die ersten Angriffe. Bullseye macht sich jetzt besser bemerkbar, springt allerdings an beim Versuch, außen aufzurücken, kommt da von den Beinen. Fehler jetzt auch von Sage de Brel. 4, rot, King 4. Of the World bleibt hier weiterhin vor Baresi Toscana an der Spitze, dann Big Boy Limburgia an der Innenkante und verändert in der dritten Position. Bullseye wurde disqualifiziert und auch Sage de Brel nach der Galoppade nicht mehr dabei. Außen versucht sich jetzt Mark Cavier etwas besser bemerkbar zu machen und auch Admiral Ass kommt außen voran. Innen dann Winston C. vor Avalon Transair. Die dritte Zwischenzeit war die schnellste bislang in diesem Rennen. 13:8 und an der letzten Ecke ist King of the World immer noch vorn, hat die Führung eingangs der Winrace DE Zielgeraden. King of the World, dann kommt der Angriff von Baresi Toscana. King of the World, Baresi Toscana hart innen, das ist Big Paul Limburgia, der versucht hier näher voranzukommen, aber hat keine freie Fahrt, denn vor ihm ist King of the World und King of the World gewinnt auch vor Baresi Toscana, dahinter dann innen Big Paul Limburgia, der kam bis zum letzten Meter dieses Rennens nicht frei und musste sich dann mit Rang 3 begnügen. 1:12:0 war die letzte Zwischenzeit und den vierten, den brauchen wir auch noch und da schauen wir nochmal genau hin und gemeinsam hin auf der Ele Leinwand, die vierte Position, die war für Mark Cavier, denke ich, gegen Winston C. Also 8, 3, 2, 5 und dann die 1. So ging es durchs Ziel. Also 8, 3, 2, 5, das Ganze vor.